auch gar keine Munition drin, glaube ich. Chemisch 1. Das muss ich mal ausprobieren mit dem Ding. Rums hier. Vielleicht drei Schildbalken weg? Das war auch eine Rakete, ne? Aber. Thank you.
alle Waffen online? Ach komm. Ja, mein Kleiner, das ist der Kukana. Das geht hier gut von der Hand hier, das Level. Ja, jetzt weiß ich auch wieder nicht, was ist er jetzt eigentlich für ein Kasper? Willst du jetzt? Wieder auf seinen coolen Skateboard jetzt gleich. Saren und sein Skateboard. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass sie warten mussten. Sie haben verloren.
Das wissen Sie doch, oder? Back mit der Stimme. In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich gehe jetzt zu dieser Hauptkontrolltafel und Sie können mich nicht aufhalten. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an. Ja, ich will auch ein Reaper sein. Einen Platz für Sie. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden Sie sterben. So wie Ihre Gefährten. Wie alle, die Sie kennen und lieben. Wie jeder, den Sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht. Und Sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Die Reaper nutzen die Organischen nicht. Sie verschlingen sie und werfen sie weg. Sobald die Eroberung abgeschlossen ist, werden sie weggeworfen. Ich habe keine Wahl. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Unterwerfung oder Tod. Es gibt keine anderen Optionen. Sie hätten sich widersetzen können. Sie hätten kämpfen können. Stattdessen haben sie sich ergeben. Sie haben aufgegeben. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es gibt noch einen Weg, das aufzuhalten. Wenn Sie den Mumm dazu haben. Reden Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Okay, das war jetzt genauso wie eine gute Antwort. Achso, ja, erstmal hier. Sieht man den eigentlich von hier? Liegt er gar nicht. Schmuh. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Haben Sie jemand anderen erwartet? Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Öffnen Sie die Portale, Joker.
Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Oh. Episch! Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Die fünfte Flotte ist da. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Ach, Gänsehautfaktor. Mann, Mann, Mann. Aber echt hohe Verluste. Destiny Ascension, Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Ist doch alles ein Flug gewesen. Ein Abwasch. Ach, da liegt er. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Tully? Liara? Ich dachte, das macht nur Rex. Er ist tot. Okay, was brauchen wir denn halt für Munition? Wollen wir es mal mit Deni probieren? Lassen wir es mal knallen hier. Bin ich ja mal gespannt. Sonst kann ich ja gleich wieder wechseln. Und diese Station. Oh! Das müssen sichere Schüsse sein. Sein Schild dort weg. Die sind kacke, die Munition. Irgendwas Giftiges vielleicht. Oder Blitz. Der Blitz ist jetzt vorbei. Einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Warte mal. Hier ist doch jemand gefallen.
das geil. Hä? Achso. Jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Ich habe ihn aufgegessen. Tja, wir waren lange eingesperrt. Botschafter, Captain, Commander Shepard. Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Guild anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rara schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Indem sie die Sovereign besiegt haben, haben sie Milliarden Leben gerettet. Sie besitzen dank ihrer Überzeugungen Mut und eine rücksichtslose Entschlossenheit zu siegen. Durch ihre Taten sind sie zu einem Symbol für all die Werte geworden, für die die Menschheit steht. Ihre Spezies besitzt einen unbeugsamen Willen. Einen grimmigen, grausamen Geist, der sich weder beugen noch brechen lässt. Wir dachten bisher, aus diesem Grund wären die Menschen dickköpfig, wenn nicht sogar gefährlich. Aber nun ist uns klar geworden, dass es diese Eigenschaften sind, die sie stark machen. Uns stehen dunkle Zeiten vor. Grimmig und grausam, das sind unsere Eigenschaften. Und ihre Stärken. Als Botschafter der Allianz nehme ich ihr Angebot an. Die Menschheit wird ihre Stärke mit der ihren vereinen. Wir werden unseren Sitz im Rat einnehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Ach, man kann auch auswählen, das liegt nicht bei mir. Aber ich hasse Udina. Aber Anderson ist eigentlich ein Feldherr.
sollte eigentlich auf ein Schiff. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Ihn. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Richtig, du bist ja auch ein Arschloch. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie sich da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Ja, dann nehme ich dich. Ich hätte lieber den Captain im Rat als jeden Politiker, den ich kenne. Der Schatten des Krieges verdunkelt unsere Zukunft. Daher ist es weise, jemanden zu wählen, der militärische Erfahrung besitzt. Ja, ich das bin stimmt geehrt, auch. Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dem Rat beizustehen. Er ist schon der mal kein Kampf gegen die Sovereign hat unsere Illusionen in Bezug auf Frieden und Sicherheit zerstört. Nun wird die Galaxis erwarten, dass wir, der Rat, sie verteidigen. Was? Jetzt kommt der... Die Sovereign allein hätte sie beinahe ausgelöscht. Sie hätten keine Chance, wenn die gesamte Reaper-Flotte auftaucht. Es sei denn, ich finde einen Weg, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Wir stehen kurz vor einem Krieg gegen einen Gegner, wie ihn die Galaxis noch nie gesehen hat. Einem Krieg um den Fortbestand des Lebens, wie wir es kennen. Und die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Wir werden nicht weichen. Wir werden nicht aufgeben. Wir führen sie in den Kampf gegen die Reaper. Und wir werden sie zurück in den Orkusnebel bringen. Oh ja. Ja. Ist das so das Endbild? Nicht böse Spiel? Mit Rot und so? Oder war schon immer rot? Der hat auch die Bücher geschrieben und ist in der Programmierung hier auch mit maßgeblich beteiligt gewesen an dem Spiel. Finde ich cool. Ne? BioWare hat hier bewiesen, dass es geht. Und mit diesem Titel unter anderem sind sie halt auch ziemlich weit vorne und werden jetzt halt als die Koryphäen. Firma, sag ich jetzt mal, gehandelt, sag ich jetzt mal, zumindest unter EA, was halt Rollenspiele angeht. Ja. Klasse, klasse, klasse. Müssen wir jetzt nochmal kurz gucken, wie das jetzt hier machen. Könnt ihr eigentlich schon mal ein bisschen den zweiten Teil mal starten, mal reingucken, ob das überhaupt was wird und so. Die Einstellung schon mal vornehmen. Damit machen wir erstmal ganz kurz einen Cut. 5 Minuten Pause. Dann werde ich nochmal Mass Effect 2 nochmal kurz. Das müssen wir erstmal rausfinden gleich. Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Dann geht es gleich weiter. Kurz Pullerpause. Dauert nicht lang. Ich muss aber erstmal das Spiel starten. Ne? Machen, dann geht es gleich weiter.